Feldpostwirtshaus, der kauft uns ja sicherlich den Schamotter ab, den wir da mit uns rumschleppen. Beinahe unter meiner Würde. So, hallo du. Was habt ihr anzubieten? Ja, ich würde gern verkaufen. Nichts von meinem Zeug hier, aber die Sachen hier. Okay, die plus 1 Bolzen nimmt er leider nicht an. Aber den ganzen anderen restlichen Schamotter. Das Schwert wollen wir ihm eh nicht geben, so irre sind wir nicht. So, hat noch jemand irgendwas, was wir loswerden wollen würden? Sieht nicht wirklich danach aus. Glück und Schutz für den Bösen? Nö. Haben wir schon mal fast wieder 10.000 Goldmünzen zusammen. Gut. Und dann wahrscheinlich auch nicht besonders viel, was es sich noch zu kaufen lohnt. Ich will übrigens mal kurz rezessieren. Wir waren in dem Block hier überall drin. Aber wir waren weder hier, glaube ich, überall drin, hier sowieso nicht. Und hier auch nicht. Und da oben haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Ich würde eigentlich fast mal sagen, wir machen mal kurz, wenn wir schon hier sind, diesen Block hier. Du bist ja ein komischer Kauz. Nichts leichter als das. Gucken einfach mal, in welche Häuser wir reinkommen, welche abgeschlossen sind. Lass uns erstmal Talisa vorgehen. Gut. Okay, hier ist schon mal... Oh, eine Frau. Zwei Frauen. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Das heißt, wir gehen mal mit Talisa rein. Das Haus sieht nämlich... mit Imoin rein, weil das Haus sieht etwas größer aus. Ihr närrischen Abenteuer ist jetzt besser. Oh, er hat mich erschreckt. Ich bin keine Fremden gewohnt. Das Reisen ist hier inzwischen viel zu gefährlich geworden. Bleibt bitte nicht zu lange hier. Diese Kinder sind gegenüber jedem, den sie nicht kennen, misstrauisch geworden. Und es ist schon schwer genug, sie ruhig zu halten, wenn nur ich da bin. Wenn doch mein lieber Gatte nicht in die Minen von Naschke gegangen wäre. Der ist so weit in den Süden? Hm. Hier sind ein paar Bücher drin. Wir können noch mit der anderen Frau reden. Meine kleinen Worte auf mich. Oh, Mutter wird bestimmt was dagegen haben, wenn ihr hier eure Nase reinsteckt, Fremde, in ihre Küche. Das wird wohl kaum unentdeckt bleiben. Naja, solange wir nichts klauen, wird sie keine Wachen rufen. Ich hab genug davon. Und hier ist ein Kind. Verlierer, 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 Verlierer. Ma, da ist jemand in unserem Haus. Haut ab, sonst kriegt ihr was ab. Wenn Papa kommt, gibt's tüchtig was auf den Hintern. Okay, nette Kinder. Hier ist auch nur ein Buch drin. Hier auch. Dann haben wir nur noch hier das da. Aber das ist abgeschlossen. Und da uns der Junge zusieht, können wir da schlecht was knacken. Denn ich verschwinde jetzt. Genauso wie hier. Ja, gut. Okay, gucken wir mal ins nächste Haus. Sind ja nur insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser. Also sind es jetzt nur 5. Gucken wir mal, wer hier drin wohnt. Ist ganz schön schwer. Oh, den kennen wir doch. Gute Kameraden zu finden. Firebeat Elfenhaar. Ah, ihr seid doch der Schützling des alten Gorions, das einsame Kind aus Kerzenburg. Ihm haben wir in Kerzenburg eine Schriftrolle bringen müssen, da hat er uns Schutz vor dem Bösen gegeben. Natürlich, ich habe von Gorions Tod gehört und drücke euch mein herzliches Beileid aus. Ihr habt euch hoffentlich in der Lektüre weitergebildet, seit ihr Kerzenburg verlassen habt. Ja, ja, die Welt der Bücher. Ich habe gehört, dass eine neue Abschrift dieses wundervollen Schmökers, die Geschichte der Schicksalsmünze, für eine schöne Stange Geld in einem dieser Bücherläden hier zu haben ist. Wärt ihr vielleicht so freundlich, sie für einen alten Mann wie mich zu besorgen? Ihr bekommt das Geld selbstverständlich wieder. Ich gebe euch sogar ein kleines Extra, um euch auf euren Reisen zu unterstützen. Es muss hart für euch sein, so ohne Gorion. Ja, ich habe in Berigost einen alten Freund getroffen. Firebeard Elfenhaar, einen nicht mehr ganz jungen Magier, der gelegentlich die Bibliothek in Kerzenburg besuchte. Er hat mich gebeten, die Buchläden in der Umgebung abzusuchen, um die Geschichte der Schicksalsmünze zu kaufen, falls ich sie finden kann.
Die Mauern von Kerzenburg wirken zwar manchmal sehr bedrückend, doch an manchen Tagen vermisse ich diesen Ort schrecklich. Und heute ist wohl so ein Tag. Beinahe unter meiner Ja, Firebeard ein Buch kaufen. Firebeard werden wir natürlich nicht ausplündern. Einen alten Freund. Wir gucken einfach mal hier drüben, ob wir die Schicksalsbürze beim im Feldboss Wirtshaus kaufen können. Na, was habt ihr anzubieten? Ja, da ist sie auch schon. Die Geschichte der Schicksalsmünze. Dankeschön. Ja, das habe ich natürlich gewusst. Gut. Das erste Mal habe ich wie blöd gesucht, bis ich drauf gekommen bin, dass ich einfach mal gegenüber nachgucken könnte. Aber wir haben die Schicksalsmünze. Bitteschön. Unter meiner Würde. Ah, ihr verhaltet euch einem alten Mann gegenüber sehr großzügig. Dann werde ich einerseits auch großzügig sein. Lasst mich euch dafür ein anderes Buch geben. Es ist zwar etwas düsterer als jenes, welches ihr mir gegeben habt, aber ich glaube, es wird euch dennoch gefallen. 300 Erfahrung und ein Gegenstand eingebüßt und einen gewonnen. Und wir haben das Gold nicht zurückgekriegt. Wir haben einfach nur ein Buch bekommen. Nichts leichter als okay, Imoen das. Ist mal so frech. Nee, Imoen. Talisa hält Imoen gerade noch so zurück. Was wollt ihr? Nicht in dieses Haus einzubrechen. Immerhin schaut sich lieber das Haus nebenan an, auch wenn das etwas kleiner aussieht. Ah, aber hier sieht es auch so aus, als ob hier zwei Männer wohnen. Achso, das ist der Butler. Herr, oh, entschuldigt, aber wir haben einige Freunde erwartet, die schon seit langem hätten kommen sollen. Herr Kolquartel wird sehr enttäuscht sein, bitte stört ihn nicht. Okay, das wird der Herr Kolquaddel sein. Sagt, was ihr wollt. Oi, der Dummschwätze. Fremde in meinem Haus? Pah, da ist doch sowieso alles egal. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von meinem Sohn und meiner Frau gehört. Da ist alles andere ziemlich unwichtig. Ich hätte sie in diesen gefährlichen Zeiten nicht einfach reisen lassen dürfen. Lasst mich mit meinem Kummer alleine. Können wir dir vielleicht helfen? Dummschwätze. Hallo, oh, ihr seid es wieder. Entschuldigt mich, aber mir ist momentan nicht nach Redensmode. Lasst mich bitte in Ruhe. Ja, Kumpel? Gut, dann werden wir dich einfach mal ausräumen. Wenn du denn was Wertvolles hast. Na, 4 Goldmünzen sind nicht wirklich was Wertvolles. Ein Buch? 8 Goldmünzen auch nicht. Ja, das Gold lassen wir ihm, aber... helfende Sachen, also Tränke und sowas oder Edelsteine, die sind nicht so lebensnotwendig wie Gold. Jetzt. Jedenfalls nicht für die Städter ja. Hier. Deswegen gucken wir uns alle Häuser mal an. Oh, eine Nobeldame. Bist du vielleicht die Frau von dem nebenan und hast dich nur im Haus geirrt? Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie könnt ihr es wagen, ungebet mein Haus zu betreten? Zu meiner Zeit wäre ich in so einem Fall ein Schwert im Rücken sicher gewesen. Eigentlich hättet ihr eine ordentliche Abreibung verdient. Das ist nicht nötig. Ihr könnt offensichtlich auf euch selbst aufpassen. Ich würde nicht im Traum daran denken, euch anzugreifen. Für jemanden, der in fremde Häuser einbricht, scheinen... bei dir ja immerhin Reste vom Verstand übrig geblieben zu sein. Du solltest sie besser nutzen und abhauen. Ja, ich gehe mal so heimlich in Richtung Treppe nach oben. Ich hab genug davon. Ganz schön zickiges Biest. Vielleicht hat sie ja was Wertvolles. Was wir gebrauchen können. Da ist auf jeden Fall schon mal eine große Truhe. Jo, ein Edelstein und etwas Gold. Also etwas mehr Gold. So Goldbeträge über 30 Gold, die nehmen wir mit. Ich hab genug davon. Und dann verdünnisieren wir uns mal ganz schnell. Ich hab genug davon. So, 2 Häuser sind noch übrig, wenn ich die Eingänge finde. Was? Welch buntes Treiben. Ja? Die Städte von Rashomon sind im Vergleich wie ausgestorben. Nichts leichter als das. Du bist ja ein komischer Kauz. Okay, während die sich schon mal zur Taverne begeben. Ja, wer ist da? Ich erwarte keinen Besuch. Mir ist eure ganz...
Wir mit euren ganzen Waffen seid ihr wahrscheinlich Diebe, oder? Tut mir bitte nicht so leide. Ich bin kein Dieb. Verzeiht, dass ich euch erschreckt habe. Was gibt es sonst für einen Grund, hier in mein Haus einzudringen? Die Tür war verriegelt. War sie nicht? So ganz aus Versehen kommt man hier nicht vorbei. Wenn ihr nichts zu suchen habt, dann geht bitte. Wir sind eigentlich die nette Nachbarschaftspatrouille und suchen nur nach Leuten, die Probleme haben. Ich frage mich, ob es tagsüber einfacher ist, wenn die Leute alle draußen sind aus ihren Häusern. Wer hat mich bemerkt? Ich diene der flammenden Faust. Scheiße. Ruf um eins verschlechtert, das wollte ich nicht unbedingt. Und wir haben keinen Quicksave gemacht, gell? Nö. Warum auch? Das war nah unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Jo. Ich vergesse es immer wieder, Quicksaves zu machen, bevor ich in Häuser einsteige. Sowas ist echt, kann echt lästig sein. Da bin ich selber schuld dran und da müsst ihr jetzt durch. Ich bin ein. Dass so viele Kurtisanen auf den Straßen rumlaufen. Schlimm. Was habt ihr anzubieten? So. Wir möchten gerne Zeug loswerden. So. Perlen sind übrigens viel wert. So. Unser Ruf ist doch jetzt immer noch gut. Ja, 20 heldenhaft. Die beiden stehen immer noch da rum und pöbeln Leute an. Ja, die Kurtisanen, die ignorieren wir einfach mal. Ich würde sagen, ja, ich mach schnell. Unter meiner Würde. Ah, ich hätte gleich das Buch kaufen sollen. Aber nee, machen wir es schon richtig. Reden erst mit ihm. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Tagebucheintrag, ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Gut. Nichts leichter als das. Ich bringe ihm nur das Buch schnell. Dann rasten wir in der Taverne. Machen. Gehen schnell in die Schmiede. Gut. Dann klappern wir nochmal die Häuser bei umgekehrter Reihenfolge ab. Schicksalsmünze. Der hat übrigens auch ein Schutzamulett plus 1. Kompositlangbogen plus 1. Abwehr RK. Kettenhemd, normales Schild, Bastardschwert. Das vergiftete Schnelligkeitsöl. Aber nee, bei Feldpost was zu kaufen. Gut. Ist Wucher pur. Und das Haus brauchen wir uns gar nicht angucken. Gut. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. So. Wir haben das Buch. Nichts leichter als. Was wollt ihr? Nichts Komm leichter als das. Abenteuer. Und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr, Bo. Das Haus war das mit den Spinnen von der Zwergin. Das da können Diese wir Gruppe ist eigentlich ignorieren. Vielversprechend. Da haben wir ja nichts Wichtiges, Wertvolles drin gefunden. Obwohl wir morgen nochmal ordentlich reingucken können. Stolz. Also den Schmiedeblock haben wir abgeklappert. Den Block haben wir noch nicht abgeklappert. Haben wir hier alle abgeklappert? Ich glaube auch nicht. Naja, das sind auch nur 5 Häuser da. Das hier dürfte etwas länger dauern, dann die beiden Blöcke abzuklappern. Zu gucken, ob da noch jemand Interessantes, Wichtiges drin ist und so.
So, haben wir noch Heilzauber? Ja, wir haben noch Heilzauber.